Willkommen in Eltaran, der Hauptstadt Artorias. In diesem Video werden die wichtigsten Grundfunktionen des Spiels erklärt. Weiterführende Informationen zu den Themen können in der Anleitung und der Sammlung von Hinweisen für den Einstieg nachgelesen werden. Während der ersten Stufen werden diese hilfreichen Tipps ebenfalls unter dem Menü eingeblendet. Werfen wir nun einen Blick auf die Statusseite, die neben grundlegenden Informationen wie Lebenspunkten, der Stufe und Erfahrungspunkten ebenfalls die Fertigkeiten des Charakters beinhaltet. Zu Beginn des Spiels stehen bereits Punkte zur Verfügung, die verteilt werden können. Den ersten Punkt der Kampffertigkeiten solltest du am besten in Konzentration investieren, um die Erfolgschance deiner Zauber zu erhöhen, oder in Reaktion, um Angriffen besser ausweichen zu können. Auf die anderen Fertigkeiten kommen wir gleich zu sprechen. Als nächstes sehen wir uns ein wenig in der Stadt um. Viele Einwohner Elterans bieten Dienste an, die einem Abenteurer wie dir nützlich sein können. Für den Anfang besuchen wir einmal den Händler der Stadt. Seine Waren sind hier jeweils mit einer kurzen Beschreibung aufgelistet. Hier solltest du dir auf jeden Fall eine Rüstung kaufen. Die angebotenen Lederhandschuhe kannst du erst ab Stufe 4 tragen, daher muss einfache Leinenkleidung für den Anfang reichen. Das Waffen- und Rüstungsangebot des Händlers erweitert sich mit der Stufe deines Charakters. Nachdem du die Leinenkleidung gekauft hast, begib dich ins Inventar, um sie anzulegen. Im Inventar sind alle Gegenstände aufgelistet, die sich in deinem Besitz befinden. Neben der gerade gekauften Rüstung besitzt du noch einige weitere Gegenstände, wie zum Beispiel Gulyak-Beeren, einen Mana-Kristall oder natürlich dein Zauberbuch. Im Laufe des Spiels werden sich hier sehr viele verschiedene Gegenstände ansammeln. Daher kann es hilfreich sein, die angezeigten Gegenstände einzuschränken oder die Inventaransicht zu wechseln. Insbesondere die Inventarliste sorgt für eine gute Übersicht. Links werden Gegenstände angezeigt, die du aus dem Inventar heraus benutzen kannst. Benutze die Rüstungsteile, um sie anzulegen. Sie erscheinen nun im unteren Teil des Inventarbildschirms bei deiner getragenen Ausrüstung. Deine Verteidigung ist nun um insgesamt 4 Punkte gestiegen. Bessere Rüstungsteile später im Spiel verleihen zusätzlich zur Verteidigung noch Boni auf deine Fertigkeiten oder Resistenzen. Nun bist du bereit, dich deinem ersten Kampf zu stellen. Doch bevor wir Elteran verlassen, werfen wir noch kurz einen Blick in die Taverne. Hier gibt es viele unterschiedliche Aufträge zu erledigen. Einige von ihnen können mehrfach gespielt werden und dienen hauptsächlich dem Zeitvertreib, wie das Symbol Sudoku oder Krondal. Bei jedem Stufenaufstieg erhältst du hier neue Aufträge, die ganz unterschiedlich aufgebaut sind. Im Auftrag Die Wette bittet dich ein Junge, ihm den Kopf eines Goblins zu besorgen, damit er eine Wette mit seinen Freunden gewinnen kann. Bei Der Begrüßung stellt der Bürgermeister der Stadt, Galven, sich persönlich vor und überreicht dir ein kleines Geschenk. Jetzt werden wir einmal den Wald um Elteran erkunden, der von Goblins bewohnt wird. Hier sollte sich auch der gesuchte Goblinkopf auftreiben lassen. Um Kämpfe gegen Monster austragen zu können, bei denen du Erfahrungspunkte, Gold und Gegenstände erbeuten kannst, benötigst du Aktionspunkte. Du erhältst automatisch jeden Tag 20 Aktionen, mit denen du Kampfgebiete besuchen kannst. Die Kampfgebiete teilen sich auf in feste und variable Monsterstufen, wobei die Gegner in den variablen Gebieten mit deinem Charakter mitwachsen. Zu Beginn des Spiels steht dir jedoch nur der Goblinwald zur Verfügung. Wie auch beim Händler und in der Taverne werden neue Gebiete freigeschaltet, sobald du aufgestiegen bist. Besuchen wir nun also den Goblinwald. Jetzt befinden wir uns im Kampf gegen einen Goblin-Schamanen. Doch keine Panik, das Kampfsystem von Artoria ist rundenbasiert und du hast ausreichend Zeit, dir deinen nächsten Zug zu überlegen. Auf der linken Seite befindet sich dein Charakter und rechts befinden sich deine Gegner. In der oberen linken Ecke ist dein Inventar. Im Kampf kannst du andere Gegenstände benutzen als im Inventarbildschirm. Solltest du in Bedrängnis geraten, denke an deine Heiltränke, die 40 Lebenspunkte pro Stück heilen. Für den Moment schließen wir das Inventar jedoch wieder, da wir keinen Heiltrank brauchen. Nach dem gleichen Prinzip funktioniert auch das Zauberbuch. Deine Zauber werden jedoch zusätzlich als Icons angezeigt. Aktuell beherrschst du nur den magischen Pfeil. Ein Klick auf das Icon löst den Zauber aus, dein Gegner wehrt sich und das Ergebnis wird dir angezeigt. Dein erster Gegner sollte dir keine Probleme bereiten. Klicke einfach mehrfach auf den magischen Pfeil und töte ihn. Unser Gegner hat eine Wunde erlitten und verliert durch sie einen Lebenspunkt pro Runde. Statuseffekte wie Wunden, Vergiftungen, Flüche und ähnliches werden als Icons beim jeweiligen Kämpfer angezeigt. Nachdem der Kampf beendet ist, gewinnst du Erfahrungspunkte, Gold und möglicherweise Gegenstände. Hast du noch genug Lebenspunkte, um einen zweiten Gegner zu besiegen, klicke auf Erneut kämpfen. Wenn du bemerkst, dass du dich verschätzt hast, trinke einen Heiltrank. Aber setze sie sparsam ein, denn sie sind hauptsächlich für Notlagen in Kämpfen gedacht. Andere Möglichkeiten zur Heilung lernen wir jetzt kennen.
Begib dich dazu nach deinem letzten Kampf ins Anwesen. Nun bist du in deinem eigenen Haus, das du auf vielfältige Art und Weise ausbauen kannst. Außerdem kannst du dich hier ausruhen, um zwischen den Kämpfen Lebenspunkte zu regenerieren. Der Ausbau des Anwesens selbst bestimmt, wie schnell du hier Lebenspunkte heilst. Die speziellen Ausbauten geben dir verschiedene Vorteile. Im Kräutergarten kannst du regelmäßig Kräuter ernten, die du mittels Labor zu Tränken weiterverarbeiten kannst. Am Altar kannst du beten und so deine Gottheit um Beistand bitten. Die Schriftrollensammlung erhöht dein Wissen über alte Sprachen und ist daher besonders wichtig. Du solltest versuchen, sich früh auszubauen. Am besten schon bis Stufe 3. Außerdem seien noch der Zeitspeicher und die Lebenskugel erwähnt, die du bereits auf Stufe 1 besitzt. Der Zeitspeicher ermöglicht dir, Aktionen für später aufzusparen, wenn du einmal keine Zeit oder Lust hast, um sie alle zu verbrauchen. Ohne den Zeitspeicher verfallen sie nämlich um Mitternacht, wenn du neue erhältst. Die Lebenskugel generiert und speichert Lebensenergie und du kannst dich mit ihr sofort heilen, ohne das Ausruhen abwarten zu müssen. Allerdings generiert sie nur langsam Lebenspunkte, weshalb du meistens auf das Ausruhen zurückgreifen musst. Während dein Charakter beschäftigt ist, sind deine Möglichkeiten im Spiel stark eingeschränkt. Allerdings kannst du zum Beispiel weiterhin Krondal oder Symbol-Sudoku in der Taverne spielen. Sobald der Countdown abgelaufen ist, steht dein Charakter dir wieder voll zur Verfügung und du kannst erneut den Goblinwald besuchen. Hast du genug Monster besiegt und Aufträge gelöst, so wirst du eine Stufe aufsteigen. Zeit, dass wir uns noch einmal mit den Fertigkeiten auf der Statusseite beschäftigen. Bei jedem Stufenanstieg erhöhen sich deine Lebenspunkte und du erhältst je einen Punkt in Kampffertigkeiten und in allgemeine Fertigkeiten. Konzentration und Reaktion haben wir bereits behandelt. Konstitution erhöht deine Lebens- und Verteidigungspunkte. Da sich durch mehr Lebenspunkte aber auch die Wartezeit beim Ausruhen erhöht, steigern viele Spieler diesen Wert nur auf 4, um genau einen Verteidigungspunkt zusätzlich zu erhalten. Intelligenz ist hauptsächlich deshalb wichtig, weil sie eine Voraussetzung für das Erlernen neuer Zaubersprüche darstellt. Auf Stufe 3 kannst du den Feuerballzauber lernen, der Intelligenz 2 und alte Sprachen 2 benötigt. Alte Sprachen lässt sich vollständig durch die Schriftrollensammlung im Anwesen steigern, weshalb hier im Optimalfall keine Punkte investiert werden müssen. Pflanzenkunde hilft dir dabei, mehr Kräuter zu finden. Feilschen steigert den Verkaufspreis von Gegenständen beim Händler jeweils um 1 Gold und ist daher nur sinnvoll, wenn der Wert ausreichend hoch ist. Glück sorgt dafür, dass du in Kämpfen mehr Gegenstände findest und erhöht allgemein das Glück deines Charakters. Abrichten benötigt eine ausgebaute Stallung im Anwesen, um genutzt werden zu können. Bist du dir unsicher, welche Werte du steigern sollst, beschränke dich auf Pflanzenkunde und Glück, bis du einen besseren Überblick über das Spiel hast. Du wirst übrigens später im Spiel die Möglichkeit erhalten, diese Punkteverteilung zu ändern. Nun werfen wir einen Blick in die Bibliothek von Elteran. Die Bibliothek ist das Wissensarchiv der Stadt. Neben einer ganzen Reihe an Büchern und anderen Hintergrundinformationen zum Spiel finden sich hier auch neue Zaubersprüche, wie der bereits erwähnte Feuerball, die gelernt werden können, sobald alle Anforderungen erfüllt sind. Ebenfalls lernen kannst du hier Rezepturen, um Tränke und andere Gegenstände selbst herzustellen. Früher oder später solltest du die Rezeptur für den Heiltrank lernen, um diese selbst herstellen zu können. Die Herstellung selbst findest du unter Charakter, Herstellung. Jedoch benötigst du vorher natürlich die entsprechenden Zutaten, womit wir beim Kräutersammeln angekommen wären. Du solltest deinen Charakter immer dann Kräuter sammeln lassen, wenn du längere Zeit nicht selbst spielen möchtest. So stehen dir immer genug Kräuter zur Verfügung. Für den Anfang suchst du am besten im Wald um Elteran. Übrigens regeneriert dein Charakter während des Kräutersammelns 10% seiner Lebenspunkte pro Stunde. Außerdem findest du hier die Lösung für den ersten Teil von Rimuns Spiel in der Taverne, denn dort ist der Name einer Pflanze gesucht. Zum Abschluss dieses Tutorials noch ein kurzer Ausblick auf einige weitere Spielfunktionen. Überfälle ermöglichen es dir, dich im Kampf mit anderen Spielern zu messen. Sofern du die Tipps zum Goldsichern aus der Starthilfe befolgst, kannst du dich über jeden Überfall auf deinen Charakter freuen, da selbst verlorene Überfälle Erfahrung bringen. Die Markthalle ermöglicht es dir, mit anderen Spielern zu handeln und nimmt so eine zentrale Rolle im Spiel ein. Im Chat kannst du Handelspartner suchen und ihr könnt euch absprechen. Er ist ebenfalls gut geeignet, wenn du Fragen zum Spiel hast. Auf Stufe 7 kannst du dich zwischen dem Bündnis des Lichts und dem Bündnis der Dunkelheit entscheiden. Diese Wahl bestimmt ebenfalls, welchen Gilden du beitreten kannst, da nur Spieler vom gleichen Bündnis gemeinsam in einer Gilde sein können.
In einer Gilde könnt ihr euch gegenseitig helfen, die Gilde ausbauen, mächtige Gildenmonster bekämpfen und vieles mehr. Und nun viel Spaß in Atoria, einer riesigen Welt voller Überraschungen und Geheimnisse, die es zu entdecken gilt.